Skulpturen aus Stoff, die Geschichten von Menschen erzählen. Ein Familienporträt, geschaffen aus den abgelegten Kleidern von Eltern und Kindern. Die deutsche Künstlerin Birgit Dieger erschafft diese Figuren. In der Berliner Galerie Eigen und Art sind sie Teil einer Gruppenausstellung. Birgit Diegers großes Thema, der menschliche Körper. Sie will Schönheitsideale und gesellschaftliche Rollenbilder hinterfragen. Es geht ihr nicht um oberflächliche Schönheit, sondern um das Innerste des Menschen. Was mir ganz wichtig war, dass diese Figur jetzt nicht nur eine sexy, erotische Ausstrahlung hat, sondern dass sie mehrere Brüche hat. Diese Paillette erinnert mich auch an Rüstung oder auch an Schuppen von einem Reptil oder von einem Insekt. Und dieses Insektenhafte fand ich dann zum Schluss auch immer interessanter. Deshalb habe ich den Kopf dann auch so modelliert, dass er also schon fast aussieht, als sei es das Ende einer Raupe oder einer Larve. Birgit Diegers Skulpturen kommentieren die Rolle des Menschen in der modernen Gesellschaft. Sie spielen mit Perfektion und Zerstörung. Für ihre Arbeiten hat die studierte Bildhauerin eine eigene Technik entwickelt. 2 Wochen zuvor Birgit Dieger in ihrem Berliner Atelier. Die meisten Kleider bekommt sie geschenkt. Manchmal kauft sie ihr Arbeitsmaterial auch in Secondhand-Geschäften oder auf Flohmärkten ein. Zunächst trennt sie die Kleider auf, wickelt sie um einen Holzkörper und steckt die unzähligen Schichten einzeln fest. Sorgfältig vernäht sie die Stoffe, damit die Skulptur beim späteren Einschneiden nicht auseinanderfällt. Die alten Kleider haben für sie eine besondere Bedeutung. Also so wie wir immer Kleidung anhaben, die uns ja schon längst zur zweiten Haut geworden ist, mit der wir unterwegs sind, die uns ja auch ausmacht, weil wir uns für was entscheiden und so, verwende ich das dann eben als Erfahrungsträger und als Metapher für die Schichten des Selbst. Neue Stoffe interessieren Birgit Dieger nicht. Häufig lässt sie ihre Kleider vor dem Verarbeiten ungereinigt. So bleibt aus ihrer Sicht die Geschichte der Stoffe erhalten. Die Bildhauerin nutzt auch andere Materialien, die für sie den Körper symbolisieren. Unter anderem Leder und Haare. Zu ihrer Kunst lässt sie sich oft durch eigene Erlebnisse inspirieren. Ich versuche das alles zwar auf einer Ebene zu bringen, die jetzt nicht so eine ganz persönliche Nabelschau ist, die kein Mensch mehr verstehen würde. Also mir ist es schon auch wichtig, dass der Rezipient was davon hat und mit einsteigen kann. Aber es hat schon viel mit mir zu tun. In ihrem Atelier näht und fertigt Birgit Dieger rund 8 Skulpturen im Jahr. Für eine benötigt sie bis zu 10 Wochen. Die 42-Jährige kann heute von ihrer Kunst leben. Ihre Werke erzielen Verkaufspreise bis zu 30.000 Euro. Zu sehen waren Birgit Diegers Skulpturen bereits weltweit in Ausstellungen. Von Paris über Amsterdam bis New York. Vertreten wird sie von Gerd-Harry Lübcke. Er zählt zu den einflussreichsten deutschen Galeristen und gilt als Entdecker des deutschen Malers Neo Rauch. Birgit Dieger ist ihm schon vor Jahren aufgefallen. Sie bedient keine Nische oder so, sondern sie ist eine eigenständige Künstlerin, die für sich selbst steht. Also sie ist eine der wenigen, die ich über die Jahre verfolgt habe, die wirklich so eigenständig ist und aus sich selbst heraus die Themen holt und Dinge entdeckt und entwirft, die nicht danach schielen oder nicht danach gucken, irgendwie nur Abglanz von etwas anderem zu sein. Skulpturen, die etwas über den Menschen erzählen wollen. Über seinen Körper, seine Erinnerungen und die gesellschaftlichen Erwartungen an ihn.